Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und ich bin ein Kämpfer. Klaus Adelt, 57 Jahre alt, ledig, ehemaliger Bürgermeister und Abgeordneter im Bayerischen Landtag. Entspannen kann Klaus Adelt in seinem Garten, doch auch die Gegend rund um seine Heimat Selbitz bringt Ruhe und Abwechslung vom politischen Alltag. Wenn es die Zeit erlaubt, dann gehe ich gerne ein wenig spazieren, gerade hier in unserer schönen Gegend, bei der schönen Landschaft. Und wenn du dann so rausschaust, dann denkst du, die Welt ist doch in Ordnung. Statt einer Ausbildung zum Landschaftsgärtner studierte Klaus Adelt Geografie, gleichzeitig sein Einstieg in die kommunale Politik. Die Geografie liegt mir sehr am Herzen und liegt mir auch, denn die Kommunalpolitik ist der wahre Gestalter der Landschaft. Nach 30 Jahren Kommunalpolitik, davon 24 als Bürgermeister von Selbitz, kam vor einem Jahr der nächste Schritt. Jetzt bin ich erfreulicherweise in Landtag gewählt worden. Es war ein Ziel gewesen, an den Stellschrauben zu drehen. Denn man sieht in der Kommunalpolitik, wo es eckt und wo es hängt. Und da möchte ich jetzt gern schauen, dass diese Ecken und Haken beseitigt werden. Ganz wichtiges Ziel für mich ist die Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen in Bayern, aber gerade bei uns in Oberfranken. Wir sind nicht nur kilometermäßig weit weg von München, wir sind oftmals weit weg in den Köpfen der zuständigen Minister und Behörden.